What's up, Party People? Willkommen zum ersten Teambuilding in der NPBL Season Nummer 5 gegen den guten Lost Flo. Wir sind wieder dabei. In der NPBL letzte Woche kam die Teamvorstellung, was ich mir zusammengedraftet habe. Und heute kommt dann eben die Zusammenfassung, was ich mir am ersten Spieltag gedacht habe gegen den guten Lost Flo, wie schon gesagt. Hier seht ihr einmal kurz mein Logos, dann gehen wir mal kurz rüber, dass wir mal die beiden Teams sehen. Er hat sich gedraftet Zapdos, Mamutil, Filinara, Stuckataka, Quaxo, Celebi, Bundlebee, Capoeira, Deponitox, Tortonator und Galar Gyarados. Ich weiß nicht, ob ich es in der Teamankündigung gesagt habe, ich fand es aber wirklich ziemlich cute, wie einfach jeder Einzelne in der Liga gefühlt in den letzten beiden Runden noch ein Pandora-Switch gedraftet hat. Bei ihm hat Lost Flo wahrscheinlich den eher schlechteren genommen. Er hat halt noch ins Team angepasst. Aber ich mag den Jungen zwar mega, also Galar Gyarados, aber der ist einfach. Also bis auf das eine Game, was er uns mal in der SML gerissen hat, war der jetzt nicht wirklich. Ist jetzt nichts, was mich jetzt groß beeindruckt, to be honest. Hat mich auch nie groß beeindruckt. Also Deutsch dafür auch richtig. Sonst können wir mal durchgehen. Zapdos ist zwar ganz cool gegen ein paar Mons bei mir. Also der kann Work machen gegen Dragoran, der kann Work machen gegen Fuyal und auch wahrscheinlich gegen Flunschick, weil Flunschick da einfach nichts gegen machen kann. Hat aber Probleme mit Lantern, weil Lantern eben den Voltabsorber hat als Fähigkeit. Und Zapdos kann also schon mal nicht auf Wurz switchen. Zusätzlich resistet Lantern zwei Coverage Moves von Zapdos mit Orkan und Hitzewelle. Heißt, der ist da wirklich sehr gut aufgestellt gegen. Theoretisch kann Zapdos auch Toxic, aber Lantern kann auch Vitalglocke. Heißt, in die Richtung soll es kein so großes Problem sein. Next one, Mamutil. Mamutil ist zwar nicht das massivste Problem, der ist eklig, gegen ihn zu bauen, aber der ist nicht das massivste Problem. Einziges Mal, was mit dem will ich ein Riesenproblem hat, ist Dragoran. Erstens, weil es ein Eis-Pokémon ist, zweitens, weil er sowas wie Eissperr beherrscht und drittens, weil er auch noch Eissplitter hat. Heißt, er kann Dragoran erst mächtig ins Gesicht hauen mit so einer, entweder mit einem Eiserpark oder mit einem Eissperr. Eissperr umgeht halt sogar noch die Fähigkeit dann. Die gute Multischuppe. Und mit Eisspieler hat er sogar noch eine Prio, die vielfach effektiv ist. Was Dragoran beides nicht wirklich gefällt. Dafür ist er im Matchup jetzt nicht so gut wie zum Beispiel Cobalium oder auch Vampivian. Oder auch Scar Smogmog kann er gut was gegen machen. Heißt, der ist. Also, Mutti kann wehtun, aber der ist jetzt nicht das große Problem. Dann kommt Filinara. Und wer den Kampf gegen Shubi gesehen hat in UET, weiß, dass ich manchmal Probleme bekommen könnte gegen diverse Filinaras mit Toxic Wish Protect. Und das auch nur, weil ich meine C-Types nicht mitnehme. Ja. Oder auch keine Poison-Types dabei hatte. Ja. Also auf jeden Fall, Filinara, der kann echt schwierig zu handeln sein. Also entweder, also gibt es halt so diese zwei Sets. Die meisten gespielt werden, entweder eben dieses Wish Protect Set mit Toxin oder vielleicht auch Coverage und dann noch ein Spec Set oder ein Core Mind Set. Ich bin gegen beides gut aufgestellt. Ich habe einmal Galar Smogmog dabei, das kann ich schon mal sagen. Der muss nämlich dabei sein gegen das gegnerische Team, kann ich wie gesagt direkt sagen. Und und ich habe auch andere Möglichkeiten noch im Team. Relaxo kommt da relativ gut rein. Auch in Spex Hyper Voice kommt er mit dem richtigen Set gut rein. Flampivian kommt auch mal auf eine Hyper Voice rein. Der resistet die immerhin. Auch Galar Flunschick kann da gut was gegen machen. Auch wenn er Mystic Gefahr nicht unbedingt gern fressen will. Ja, und offensiv können ihm Cobalium und Galar Smogmog das wieder zurücksetzen. Jetzt kommen wir zu einem Mon, mit dem ich ein bisschen mehr Probleme im Team mit dem hat. Und das ist Stuckataka. Ich liebe den. Hab man im Draft und im UET gemerkt, wo ich den ja auch hatte, dass ich sehr großer Stuckataka-Fan bin. Und das Problem mit dem ist, der ist massiv bulky und braucht nur eine Runde Setup, theoretisch. Weil der auch fast alles in meinem Team wirklich gut effektiv hitten kann
den verschiedenen Möglichkeiten mit Erdbeben, mit Heavy Slam, mit Steinkante. Der hat genug Möglichkeiten, um das Team wirklich zu hitten. Man hat kein Trick, auch eine Weakness Policy dazu spielen. Ist schwierig. Ist ganz schwierig. Auch den zu handeln wird schwierig. Ich hab's, glaube ich, relativ gut hinbekommen im Teambuilding. Aber immer so ein Restrisiko ist ja eh immer da. Quaxo hat Probleme mit Lantern, weil Lantern den halt, wie wir auch schon in der Double Season gesehen haben, dass Lantern gegen Quaxo ganz gut ist. Quaxo kann halt nicht so viel machen, weil das Hauptmoveset bei ihm eigentlich aus Eis, Wasser und Psycho besteht und maximal Psycho davon kann Lantern überhaupt hitten, gefühlt. Also Eisstrahl macht halt nichts. Der kann halt auch mal Regen rausbringen für Zapdos, aber sagen wir es mal so, also wenn ich halt Lantern habe, dann juckt Zapdos halt auch nicht. Also offensiv vor allem. Heißt, der ist jetzt nicht so die große Gefahr. Celebi dahingegen, ja, das Problem ist, mein Poison-Type wird von Celebi halt schon gut gepressured, weil mein Poison-Type eben, weil Celebi eben einen Psychic-Type hat. Dafür habe ich aber einen der besten offensiven Ghost-Types, also einen der Ghosts, die am besten spammen können, kann man auch so sagen. Ja, also, den kann man sehr gut pressuren. X1 Bundlebee. Ich habe keinen Bock auf Webs. Ich will einfach keine Webs haben in dem Kampf. Das wäre so das Letzte, was ich noch wollte. Heißt, den will ich möglichst früh pressuren und möglichst früh auch weg haben. Ich habe auch Defog dabei, weil ich das Weezing ja eh schon dabei habe, wie schon gesagt. Ja. Und noch irgendwas, ja, der kann natürlich schon mal setupen, aber der hat auch dann Probleme wieder gegen Steals und Fires, um die auch zu hitten, wenn der sie mal gesetupt hat. Heißt, ich habe jetzt nicht so mega Respekt vor, weil ich habe zwei Steals, ich habe einen Fire, ich habe einen Poison und ja. Die sind alles halt Timings, die sehr gut aufgestellt sind, eigentlich wie ein Bundlebee. Capoeira hat seinen Triple Axel bekommen in dieser Gen. Und hat auch Techniker, wodurch dieser Triple Axel echt sehr böse werden kann. Der kommt, glaube ich, bis zu 180 Stärke hoch. Und ist halt ein Ice-Move. Also der ist auch gegen Dragoran absolut heftig, dieser Move. Das ist auch nochmal ein Grund gegen Dragoran. Der könnte nervig werden, aber ich sehe ihn jetzt nicht unbedingt so schwer zu handeln, eben weil ich Weezing habe. Und Weezing da eben auch wieder, der burnt den und dann kann er den einfach eine Runde runterstallen. Das geht schon irgendwie klar. Dann Deponitox. Sehe ich meistens, wenn jemand draftet, eher als Hazardleger, also Toxic Spikes, normale Spikes. Ich kann schon so viel sagen, also Toxic Spikes jucken drei von meinen Monstern, die ich dabei habe. Und zusätzlich normale Spikes, also ich habe Defog dabei und Sache ist, also entweder hat er halt eben Capoeira, Tornado oder Zapdos zum Hazard entfernen, aber wenn er mit Zapdos defoggen will, dann sind Spikes halt immer kacke, weil du mit deinen eigenen Layers mit Milk machst, das ist immer ein bisschen blöd. Dann nächstes Mal ist Tornado. So möglich in der Doubles League, ich will nicht davon zerstört werden. Der kann mit Shell Smash eigentlich gut gefährlich werden, aber ich habe hier auch Möglichkeiten wieder im Team, mit denen ich sowas handeln kann, dass sowas nicht zu heftig abgeht. Und jetzt ist Galagiadax, der eben wahrscheinlich dabei sein wird, weil der gut ist gegen Phantoros, aber sonst sehe ich da keinen großen Grund, warum er dabei sein sollte. Jo. Dann gehen wir mal weiter und ich zeige mal, was ich jetzt so gebaut habe. Also, ich habe vergessen, Animation reinzumachen. Ja, perfekt. Gehen wir mal so komplett durch. Ich habe es einmal nach Tier sortiert gerade. Na, es lohnt sich jetzt auch nicht mehr. Sorry, ich nehme es ja relativ vorsichtig auf, wenn ich eigentlich nicht nach dem Kampf aufnehme, deswegen mache ich das jetzt so. Ich habe übrigens mal die Teambuilding-Grafiken etwas überarbeitet, dass man vielleicht auch die Sachen etwas besser erkennt. Ich hoffe, das hat seinen Zweck erfüllt. So, wir fangen schon mal an mit unserem Pferd, mit Schubball, Lebensschuss, Tränkespiel und Gilligator. Wir können gegen viele Sachen hier mal theoretisch subben, also wenn wir auf sowas wie Bundlebee oder die Ponytox reinkommen, auf die wir eigentlich relativ safe setupen können. Da können wir auch mal einen Delegator drücken, dann kann auch mal was Offensiveres reinkommen und wir können Rängespiel safe rausholen. Dann mit dem Bandsticker und dem Spukball, da gibt es nur wenig, was im Team da reinkommt.
Also Felinara kommt da theoretisch mal rein, vielleicht Capoeira und dann halt noch Galagia-Lachs. Der Rest ist speziell defensiv nicht so krass, dass der, oder hat hier schon eine Weakness, dass ein Spukball oder ein Lebensschuss nicht halt über die Hälfte macht. Also Lebensschuss ist natürlich für Sagataka noch dabei, damit ich den so schnell wie möglich mitbekomme. Und auch damit ich hier Galagia-Lachs zur Not mal hitten kann. Wir spielen Scheues Wesen mit 208 Speed, 250 Spez Attack und 48 KP. Damit auswählen wir Bundle Bee mit Full Speed und haben dann eben Full Spez Attack und den Rest in KP investiert. Also das sind auch absolut keine spannenden Splits, die ihr heute seht. Das ist relativ basic, was ich heute dabei habe. Wird vielleicht die Season lang noch ein bisschen anders. So, dann kommt Cobalion. Und Cobalion ist erstens dabei, weil, wie ich schon im Draft gesagt habe, ich will was zum, um mich vor Dark-Types zu protecten, wenn ich mein Pferd habe. Und da ist eben Cobalion relativ gut gegen, weil er eben Redlichkeit hat und eben ein Falling-Type ist, logischerweise. Wir haben hier erstmal Fokusstoß, der ist auch gut gegen Stark-Attacker. Wir haben Voltwechsel, um ein bisschen Switch-Advantage rausholen zu können. Das Einzige, was wir damit nicht hitten können, ist Mammutl, und der will keinen Fokusblast fressen, vor allem wenn der Combat speziell offensiv investiert ist, also unser Cobalion. Ich hatte Fokusschuss heute auch killen. Übrigens, der Speed, der sollte, soweit ich es gerade hier im Kopf habe, für Celebi sein. Also für Celebi, Zapdos und Galagia, die alle 100 Speedbase haben. Wir haben dann die Donnerwelle. Donnerwelle wollte ich eigentlich dabei haben, um ein bisschen umzustatisen, weil das gegen das gegnerische Team ganz cool sein kann. Auch mal gegen Geradax eben, weil ich keinen Bock habe, dass der irgendwie Schose macht gegen unser Pferd. Auch mal ein Zakataka, Paran oder auch mal ein Bundlebee, ein Celebi oder das Paran. Celebi hat zwar eh eine Natural Cure, aber trotzdem mal sowas rum, Paran. Ein bisschen statisen ist immer gut. Kann man eigentlich nichts gegen sagen. So, next one ist Relaxo. Ich sehe auch gerade schon, dass mir Flo schon geschrieben hat. I'm sorry, ich nehme noch das Teambuilding auf. Schreibe ich mir auch gleich noch kurz. Machen wir das kurz noch schnell fertig. Speziell defensives, oder es ist ein offensiv-defensives, also so, ja, bulky Offense halt, Relaxo, hartes Wesen, aber halt speziell defensiv plus offensivfeste. Ich habe im Kalk gemerkt, dass bei 160 KP Base es sich nicht groß lohnt, vielen speziell in KP zu investieren. Deswegen habe ich lieber speziell defensiv plus Assault Vest gemacht und dann eben noch den Rest Attack geballert, damit ich schön viel Damage austeilen kann, so einen Finara auch mal schön mit dem Ramboss wegdrücken kann und einfach gute Offensivtools hier habe. Nur ein gutes Offensivtool, um mal Druck aufzubauen. Weil wenn man aufs klinische Team mal schaut, bis auf Capoeira gibt es da nichts, was da groß, oder vielleicht noch Sakataka, Mammutil gibt es halt jetzt auch nicht so viel, was da jetzt sehr viel Damage gegen machen kann. Und es sind alles Mons, die jetzt nicht unbedingt da drauf kommen wollen. Also, ich weiß nicht, wie viele Mons irgendwie da schon sich dann Bodyslam mal fressen wollen. Von einem komplett offensiven Relaxo. Der macht halt trotzdem auch guten Schaden und wir haben halt eben mit Erdbeben und Kraftbloss auch noch gute Coverage dafür. Ja. So, next one ist Smogmont. Den habe ich ja schon vorhin erwähnt, dass der Safe dabei ist, den baue ich für Mammutil, weil ich sonst nichts habe, was ich in Mammutschel reinholen kann. Ja, wir spielen Matschbaum mit Wunderdampf, treffen damit so ziemlich alles im ganzen Team gut, außer Stakataka. Aber da habe ich eh nichts, da gibt es eh nichts, was Smogmog lernt, was gegen Stakataka guten Damage macht. Also nicht mehr Flammenwurf oder sowas macht da guten Schaden. Auch wenn es halt normal effektiv ist. Ja. Dann haben wir Irrlicht dabei, der ist dann eben für sowas wie Mammutil, Sakataka, Capoeira oder halt für alles, was hier irgendwie physisch offensiv rumläuft. Da gibt es ja ein bisschen was im gegnerischen Team, was man mal gern Widowwispen will. Auflockern dann eben noch, um gegnerische Hazards entfernen zu können. Wie ohne Hazard Removal aus dem Haus gehen, den Fehler habe ich oft genug in Dorf liegen gemacht, aus jeglichen Gründen. Ja, und dann werden wir auch vielleicht mit Smogmog. Dann kommen wir zu Lantern, unserem Rückkehrer aus letzten Season, den ich ja immer noch über alles liebe. Lantern ist einfach so ein Goat. So, und hier haben wir dabei mit Wolfwechsel, Siedewassertoxin und Tiglock, das ist ein relativ standardisiertes Set. Der ist schneller als Felinara, wollte ich haben, damit ich auf den Volt wechseln kann und da direkt Relaxo reinholen kann. Wir spielen noch Siedewasser, um eben auch ein bisschen Pressure aufbauen zu können mit dem.
Toxin mal für einen Zapdos oder für irgendwas, was eben auf Landung mal reinkommen will. Und Vitalglocke fällt bis jetzt mal getoxt werden. Und das letzte Mal, ich hätte nicht erwartet, dass ich ihn so schnell mal dabei habe. Aber wir haben hier unser Felinara. Nicht Felinara, unser Glazora dabei. Und der ist halt. Ich habe übrigens falsche Item drauf, der hat die Boots, wie man nach einem Kampf sehen wird. Wir spielen Einsteiger, Gefährdung, Ackerwelle und Staffette. Komplett speziell offensiv, der Speed reicht für Zapdos, das ist der gleiche Speedwert dann wie. Nicht irgendwie dieses Zapdos, das ist eben nicht der gleiche Wert, den ich auch auf Landon habe. Am Ende. Jo, und der soll einfach erstens Zapdos unter Druck setzen, zweitens allgemein mit dem restlichen Team unter Druck setzen und drittens einfach böllern. Jo, würde ich sagen, wir sehen uns dann morgen beim Kampf, den ich jetzt gleich aufnehme. Bis dann und ciao.